Willkommen zurück zu One Way Heroics. Wie man sieht, haben wir etwas wenig Leben vom letzten Mal, aber wir haben ja noch Healing Herbs, das ist alles kein Problem. Und unsere Energie ist auch 84%, damit sollten noch einige Zeit auskommen. Zwar nicht lange, aber einige Zeit. Eine Waffe. Kurzschwert wollen wir nicht. Was haben wir denn hier für Herbs? Ja, hier die Dwight Herbs, die geben nur 5% Energy. Kaktusfleisch. 40% Energy der Hersteller. Ich will mehr Kaktusfleisch. Oder Nanayuta Foods. Okay, was haben wir hier? Ah, Brennbaum, brennen. Da haben wir einiges bekommen an Früchten, vor allem auch einen, Herbs und Früchten. Das ist ganz nett. Eine Rüstung. Ja, hat eine höhere Damage Reduction. Wir hätten vielleicht den Force Blast lernen sollen. Lightning ist zwar ganz nett, aber da ich es nicht richtig gelesen habe, beziehungsweise nicht vernünftig durchgelesen habe, habe ich nicht gelesen, dass ich halt Lightning vom Caster, also von mir aus caste und die, das Gebiet um mich herum angreife. So, was haben wir hier? Ein Safe-Kristall. Wer will ein Safe-Kristall, bitte? Gibt doch eh dafür Punkte, wenn man ohne Saven durchspielt. Wie weit sind wir denn über die Hälfte? Ach, schon wieder dieses Banditenpack. Okay, jetzt sollte Lightning alle erwischen. Alter, 450 Schaden. Alter. Das ist böse. Healing Herb erstmal mal. Haben wir eigentlich mittlerweile Pfeile? Wieso kriegen wir denn keine Pfeile? Sonst habe ich irgendwie jede Menge Pfeile immer eigentlich. Hundi? Brenn. Danke. So, ich sehe schon, unser Max-Life ist nicht ziemlich hoch als Magier, aber war auch nicht anders zu erwarten. 110 HP. Unser Ritter hatte 150, 160 am Schluss. Ja, Pfeile! Okay. Das nächste Monster wollen wir mit dem Bogen erschießen. Komm. Na, wo ist das? Wir haben schon wieder 30% Energy, da können wir wieder Nayuta Food essen. Nein, danke Göttin, wir wollen nicht speichern. Oh, Squall of Flame. Nett. Ah, die Area Map haben wir gar nicht refreshed. Da unten ist ein Dungeon. Und die Welt wird geladen. Ah, okay, man muss auch Pfeile ausrüsten. So, damit haben wir dann auch die Hunter-Klasse freigespielt, würde ich mal sagen. Ja, hier den ausrüsten und dann geht's los. Lightning! Ja, das nenne ich doch mal effektiv. So ungefähr habe ich mir das auch irgendwann mal vorgestellt mit Lightning. So, das essen wir direkt. Ah, das Silber nehmen wir wieder mit. Ja. Well played.
Magier definitiv nicht OP. So, ich brauche unbedingt einen Händler, der... Oh yeah, jetzt können wir das Ganze noch mal von vorne machen. Schriftrunde der Analyse. Die können wir gleich lesen. Nee, die will ich nicht mitnehmen, will ich nicht mitnehmen. Was haben wir hier? Ein Großschwert. Oh, 18 Attack Power. Nett. Aber kein... wir haben nicht... das können wir hier fallen lassen. Wir haben halt 24 von 25 Gewicht voll. Wir brauchen die ganzen Kräuter. Hat ordentliche Stadt. Ich hoffe, dass hier ein Händler vorbeikommt, der Nayuta Foods hat. So 3 Stück. Ich glaube, mit unserem Damage Output wird auch der Dämon dort nicht einiges an Energie abverlangen und ich glaube, wird uns auch ordentlich die Hucke folgen. Was hast du denn? Pfeile, Rapier, Stuff. So, kannst du einen Bogen haben, die Pfeile kannst du auch haben. Du kannst die Juwelen haben. Habe ich noch ein Geld? Energie auffüllen. Danke. Oh, Tasty Lunchbox verkaufen die. Die Lunchbox gibt 100% Energy wieder. Sehr schön. Da unten ist noch eine Stadt und unsere Truhe ist wieder ready, also ein Healing Herb produzieren. Ah, Dämon gespawnt. Oh ja, Chef. Nochmal Essen machen und nochmal ein Lunchpaket mitnehmen. Und eine Nayuta Food gefunden. Sehr schön. Wieso bin ich da noch gegangen? Was? Aua. Healing. Okay. Wir brauchen definitiv eine bessere Rüstung. Und Phalanx ist vielleicht doch ein nicht so schlechter Zauber gewesen, wenn der den Schaden halbiert. Ich glaube, das macht weniger Schaden als der Mondlord. Wo ist das? Ah ne, das ist der Tempel, der hier die Dämonenkraft, Lordkraft versiegelt. Mo'osama. Wir möchten dich nicht stärker machen, als du bist. Fühle ich mich nicht mutig genug dafür, auf diesen Charakter momentan. Nachdem ich gesehen habe, wie viel Schaden das Skelett an uns, an mir gemacht hat. Ich glaube... Das könnte interessant werden, wenn ich jetzt... Ja, nochmal. Okay, das gab ganz gut EP. Wir sind Level 8. Level 10 konnten wir neue Zaubersprüche lernen. Also, du bist auch schon wieder ready. Was nichts Interessantes auf der Map. Ah, unsere Area Map ist abgelaufen, deswegen nichts Interessantes. Was haben wir hier? Analyse, Schriftrolle. Area Map wäre besser jetzt gewesen. Nayuta Food, wo bist du? Ja, 40 Kilometer bis zum Dämonenlord. Ich glaube, der wird uns töten.
Nochmal eine Stadt. Oh, und jemand, der Amor liebt. Ich liebe ihn. Plate Mail, ja. Was können wir hier noch verkaufen? Nee, sonst will ich eigentlich gerade nichts großartig verkaufen. Eigentlich doch einen Teleportpille müssen wir verkaufen. 119 Anwendungen hat unser Stab noch. So, Schriftrolle der Analyse. Jetzt wissen wir, was unsere Plate Mail macht. Die hat 200 Duration. Energie aufgefüllt. Ein Lunchpaket mitnehmen. Was verkaufen wir dafür? Eigentlich müssen wir ein Healing Herb verkaufen. Ah ne, Vial of Flame. Wir haben ja Vial of Dragon Flame. Okay, da sagt mir, die nächste Stadt ist ein ganzes Stück weg, weit entfernt. Achso, Scroll of Flame. Ich wollte schon sagen, habe ich jetzt meine Vial of Dragon Flame verkauft? Nee. Tentakelweed. Achso, das ist eine Stadt. Hey, die war ja sehr weit weg. Una Utah Food. Mitnehmen. Healing Herb. Was lassen wir dafür da? Die Entscheidung ist schwer. Ja, ein Healing Herb eigentlich. Ah, Banditen. Weg mit euch. Eine Spirit Rope. Ah, okay, eine Spirit Rope tut dich vor Magieangriffen schützen. Weiß, macht der Dämon dort Magieangriffe? Ich weiß es nicht. Müsste man mal drauf achten. Wir haben doch so viele Monster besiegt, sind immer noch Level 8. Na gut, wir haben 6 Level ausgegeben. Dem Hohen Lord direkt gleich erscheint. Ah, sehr schön. Lightning. Gucken wir mal, was können wir lernen. Wir sind Level 10. Paralyse könnten wir lernen. Ich glaube nicht, dass das... Ja, doch. Was macht Paralyse? Ah, sehr schön. Oh, das kostet jetzt noch 8 und 2% Energy. Kann das sein, dass... Unser Intellekt, das reduziert, wie viel Energie... Ah, das mit dem 5% Energy war vielleicht darauf bezogen, was die Zaubersprüche kosten. Das könnte es natürlich sein. Sag mal... Tue ich den gerade richtig hart ownen? Wirklich? Ja gut, mit unseren tollen Blitzen haben wir den Dämonenlord
ordentlich zugesetzt, ihn besiegt und wir kippen dann einfach um mal wieder, weil wir tagelang durch das Land gewandert sind, ohne überhaupt mal zu schlafen. Das war jetzt irgendwie sehr antiklimatisch. Dass Paralyse auch gegen den Endgegner hilft. Also, come on. So. Come on. Ich meine, der konnte sich ja nicht mehr wehren. Jetzt tut er mir leid. Und wir haben da ein Achievement, I need more power freigeschaltet. Ja. Wir brauchen uns die Credits nicht angucken. Die kennen wir. Ja, meine letzten Worte. Ich habe das einfach genug, also es war viel zu einfach. Oder nein, hier unten. Conquer Demon Lord like a boss. Ja, ich habe den Dämon Lord wie ein Boss umgenietet. Ah. Super, ich bin. Woo. Unser Level ist zwar total scheiße mit C, aber die Distanz ist ein A. Unsere unsere Kampfnote ist ein S. Ja gut, wir haben alles umgenietet, was uns über den Weg kam. Und wir haben auch genug Truhen mit Feuer und Blitzen aufgemacht und haben ein A bekommen. Also insgesamt haben wir die Note A+ als und sind damit ein Pro Force User. Also ein super toller Magier. So, was haben wir da noch gekriegt? 20 Punkte für den Demon Lord. Ja, 15 Punkte dafür, dass wir 75% unserer Gegner getötet haben, ohne dass wir Schaden genommen haben. 10 Punkte, dass wir nicht gespeichert haben. 10 Punkte, weil wir keinen freundlichen Charakter getötet haben und haben damit über 100 Punkte. Das freut mich. Das war so ein Ziel auch, dass ich eigentlich auch mit jedem Charakter mittlerweile dann auch über 100 Punkte komme. So, wir haben jetzt natürlich das neue Design für die Force mit dem First User freigeschaltet, weil wir über 50 Punkte verdient haben. Den werden wir uns nächstes Mal noch angucken. Aber wir werden dann die neue Klasse spielen. Wir haben First-Time-Hunt-Achievement bekommen. Das heißt, wir haben den Hunter freigespielt, weil wir einen Gegner mit einem Bogen umgenietet haben. Ah, I need more power ist, wir haben jetzt mindestens 3x 300 Kilometer zurückgelegt. Sehr schön. So, was haben wir bekommen? Wir haben das Herz von Mao bekommen. Für unsere Dimensionstruhe. Ja. Was macht denn das? Das erhöht unser Level um 5. Das ist wahrscheinlich für ein weiteres Durchspiel ganz interessant. Den Wettstein packen wir noch mit rein. Ich weiß nicht, der Stab. Wir finden sicherlich nochmal irgendwann Stab und den Force User wollten wir jetzt eh nicht spielen. Beziehungsweise wir tun eh erstmal die Änderungen speichern. Ja, klasse. Hunter freigespielt. So, noch irgendwas Interessantes, was wir hier freischalten können. Dann erweitern wir unsere Dimensionstruhe. 7 Slots, 8 Slots, 9 Slots. Ja, das war's mit den Slots. Wir haben 3 Slots freigeschaltet, sehr schön. Also kann ich doch noch den Stab mit reinpacken, nochmal einen Schlüssel. Ja, aber mehr will ich auch, glaube ich, gar nicht reinpacken. Vielleicht noch die Vial of Dragonflame, die ist vielleicht selten. So, dann haben wir alle Sachen in der Dimensionstruhe und dann verabschiede ich mich für diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal.